Moin Moin, endlich mal wieder ein Bändevideo von mir. Heute wollte ich mal mit euch binden die Mallard Express. Einfach eine ganz einfache Fliege, wofür man im Grunde nur zwei Materialien braucht. Und zwar ein bisschen Dubbing und Mallard-Federn. Ich binde das Ganze jetzt auf einem Partridge CS54 in Größe 6. Aber ich finde, der hat einfach die schönste Form dafür. Vorteil ist natürlich, dass man Mallard-Federn in vielen verschiedenen Farben kriegt. Kriegt man auch in gedeckten Farben, grau oder braun. Also kann man aus dem Muster fliegen für das ganze Jahr eigentlich binden. Hier fange ich jetzt an. Hier hinten jetzt so einen Tag raufgesponnen, um so ein bisschen Farbkontrast reinzukriegen. Habe ich jetzt Polartab genommen, weil das gerade auf dem Tisch lag. Kann man eigentlich alles Mögliche nehmen dafür. So, für den Schwanz nehme ich eine Mallard-Feder, hellgrau. Das muss auch keine ganz große sein. Nachher für die Kopfhechel nehmen wir eine etwas größere Feder. Das hebt sich dann optisch ein bisschen besser ab. Die wird einmal leicht gefaltet. Heißt, dass ich auf der einen Seite die Federgran so ein bisschen breche. Dann legt sich das Ganze ein bisschen geschmeidiger um den Hakenschenkel rum. Natürlich immer noch ein bisschen nach hinten streichen. So, kann man gerne ein bisschen sichern mit Lack, kann nicht schaden. Dann packe ich immer gerne ein bisschen Gewicht mit drauf. Jetzt könnte man den Körper einfach nur nach vorne dabben und er wäre fertig. Ich mache das hier ein bisschen anders. Und zwar lege ich hier jetzt noch eine Dubbing-Schlaufe, hier zu sehen. Gehe dann mit einem ganz normalen weißen Dubbing gehe ich gleich nach vorne. Jetzt hier ist das auch wieder so ein SLF-Dubbing. Finde ich eigentlich ganz geil, das Zeug.
das klappt heute gut. So, das ist nur, um das Blei so ein bisschen zu kaschieren und ein bisschen was drunter zu haben. Habe ich hier eine kleine Dubbing-Mischung schon mal vorbereitet. Und zwar, wenn ich das jetzt wieder finde, habe ich da drin dieses Dubbing und das hier. Sieht dann so aus. Und dieses Polar-Dub oder Ice-Dub, das kann man vorher schon so ein bisschen ausrichten, die Fasern. Ist so ein bisschen UV mit drin, kann man dran glauben. Lege ich das in die Dubbing-Schlaufe rein. Halb und halb. Verteile das ein bisschen. Zusammen drehen. Und die Fasern können wir mit der Dubbing-Nadel dann wieder schön rausholen. Gibt dann so einen ganz feinen Dubbing Brush. Auch wieder schön nach hinten streichen, beim vorne nach vorne wenden, dann liegt das eigentlich immer ganz ordentlich. Abbinden die ganze Geschichte, immer ein bisschen sichern. So, jetzt kommt als Kopfhechel auch wieder Mallard, dieses Mal in Pink. Da habe ich mir vorher schon mal eine bisschen größere hier rausgesucht. Und so guckt, gibt das schon eine ganz gute Größe. Das, was wir nicht brauchen, das kann man abzupfen. So, eigentlich die gleiche Geschichte wie bei der Schwanzhechel. Das Ganze wieder aufgelegt. Ich nehme da ganz gerne eine Hechelklemme, finde ich irgendwie handlicher. Dann wieder brechen das Ganze, also falten. Das Gute ist, durch dieses Falten, weil Mallard eigentlich immer so ein bisschen chaotisch sonst liegt,
wenn man das als Kopfhechel windet, liegt das eigentlich ganz schön. So, und das war es im Groben schon. Können wir gleich noch so ein bisschen Feintuning machen. Abschlussknoten. Schnipp, schnapp. So. Dieses Körpertapping noch ein bisschen ausbürsten kann man eigentlich auch vor der Kopfhechel machen, dann versaut man die nicht. Ich versuche das hier einfach mal so. Jo, das ist die Mallard Express in einer ganz klein bisschen veränderten Variante. Schöne Fliege, fischt gut, testen wir mal im Wasser und fügen noch ein kleines Unterwasservideo dazu, dann seht ihr auch, wie das Ganze läuft unter Wasser. Bis nächstes Mal, ciao, ciao.